Oh, hi. Herzlich willkommen bei Singtipps bei EMU, dem zweitgrößten deutschen YouTube-Gesangskanal. Yeah. Heute habe ich etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet. Nämlich, heute geht es... Digga, du klingst genauso wie Jason Derulo oder wie der heißt. Wenn du wissen willst, warum das eine Beleidigung war, dann schau dieses Video zu Ende. Als Sänger und Sängerin haben wir die Aufgabe, unseren eigenen Sound zu kreieren. Ich weiß, wir alle haben unsere Vorbilder, die uns immer wieder Gänsehaut bescheren und uns einfach zu Tränen rühren. Oftmals versuchen wir auch dann genauso zu singen wie unsere Vorbilder. Allerdings gibt es dabei ein klitzekleines Problem. Wenn du versuchst, einen anderen Sänger oder eine andere Sängerin zu imitieren, versäumst du deine eigene Stimme zu finden und verlierst dadurch deinen Wiedererkennungswert. Das bedeutet auf gutem Deutsch, deine Stimme ist langweilig, nicht besonders und keiner wird dir zuhören, wenn du deine Lieder droppst. Jetzt stellt sich die Frage, wie findet man eigentlich seine eigene Stimme, seinen eigenen Sound? Und Gott sei Dank hast du auf dieses Video geklickt, denn ich werde dir jetzt 3 Tipps mitgeben, wie du deine eigene Stimme finden kannst. Ich würde dir vorschlagen, dieses Video bis zum Ende zu schauen, weil ich am Ende des Videos noch einen kleinen Test für deine eigene Stimme habe, okay? Doch bevor wir mit dem Video anfangen, hier nochmal der Hinweis, nächste Woche, Mittwoch, der 30.10.2019, um 18 Uhr gibt es einen Livestream. Yes! Sozusagen ein kleines 10.000 Abonnenten-Special. Bei unserem Livestream bekommst du die Gelegenheit, deine Stimme auf YouTube von mir bewerten zu lassen. Das bedeutet, schicke jetzt deine Gesangsaufnahme an singtesbeiemu@hotmail.com und dann kommst du in den nächsten Livestream. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, macht es euch gemütlich, holt euch ein bisschen was zu essen, räumt die Zeit frei, denn wir werden echt eine coole Zeit haben und ich freue mich wirklich drauf. Also schalte ein! Sonst werde ich traurig. Also los geht's. Tipp Nummer 1. Fang mit deiner Sprechstimme an. Eigentlich ist es ja so simpel. Man versucht die ganze Zeit so viel zu trainieren, sich von dem Sänger was abzugucken oder von der Sängerin und dabei vergisst man seine eigene Stimme. Nimm dich selbst mal beim Sprechen auf und versuch deine eigene Stimme auf folgende Dinge zu analysieren. Wie klingt deine Stimme? Ist sie fest, luftig, hoch, tief, rau, klar, schrill, nasal oder kehlig? Eine luftige Stimme erkennst du daran, dass sie sehr luftig klingt. Der Gegenpart von einer luftigen Stimme ist eine feste Stimme. Vielleicht ist aber deine Stimme ein bisschen rau oder sie ist ganz glasklar oder sie ist ein bisschen höher oder sie ist super tief. Oder es kann sogar sein, dass deine Stimme voll schrill ist und so ein bisschen einen sehr harten, blechernden Sound hat. Oder es kann sein, dass du ein bisschen nasal sprichst. Natürlich ist eine Stimme, wenn sie in etwa so klingt, so ein bisschen wie Kermit der Frosch. Alle diese ganzen Parameter kannst du verwenden, um deinen eigenen Sound zu kreieren. Noch einfacher ist es, wenn du deine Stimme am besten von einem guten Freund oder einer guten Freundin beschreiben lässt, weil die natürlich immer noch ein bisschen besser hören können, wie deine Stimme klingt. Und beim Singen kann man das auch dann benutzen. Ich mache nichts drauf, sondern meine Stimme klingt einfach so, wie sie klingt. Mit anderen Worten, lass deine Stimme klingen. Sing einfach. Versuch nicht, und wenn ich dann... Versuch einfach relax, oder? Schwester, relax. Okay? Zweitens, finde dein Lieblingsgenre. Welche Musik hörst du am liebsten? Was inspiriert dich? Was berührt dich? Was findest du schön? Heutzutage gibt es ja unzählige von Genren, an denen man sich bedienen kann. Du kannst Rock singen, Pop, R&B, Hip-Hop, Trap, Country. Und die Genres, die dir gefallen, die singst du natürlich auch. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich damals sehr viel, als ich noch ein bisschen jünger war, ich kann es kaum glauben, ich werde bald 30. Jedenfalls, ich habe mir gerne immer R&B angehört. Das bedeutet, immer wenn ich singe, hörst du wahrscheinlich auch immer so einen kleinen R&B-Sound. Der R&B-Sound ist immer so ein bisschen luftig, leicht angehaucht mit sehr vielen Runs. Also such du dir ein Genre aus, was dir Spaß macht und was dich motiviert, deine Stimme auszuprobieren. Und Tipp Nummer 3 lautet, wie groß ist deine Range? Finde deine Range.
Was ist eine Range? Eine Range ist nichts anderes als der Stimmumfang. Das bedeutet, dass deine Stimme einen Punkt hat, wo sie am tiefsten ist und einen Punkt, wo sie am höchsten ist. Und der Abstand dazwischen ist dein Stimmumfang. Je größer dein Stimmumfang ist, desto mehr kannst du dich an unterschiedlichen Genres, Tönen und auch Gesangsstilen bedienen, weil du einfach die ganze Bandbreite von Tonlagen hast, an denen du singen kannst, beziehungsweise in denen du singen kannst. Und wie man diesen Stimmumfang findet, zeige ich dir jetzt. Mit Hilfe eines Klaviers kannst du ermitteln, wie groß dein Stimmumfang ist. Wir werden gleich zusammen auf dem Klavier schauen, wie tief du mit deiner Stimme gehen kannst. Und dann werden wir in einem weiteren Schritt schauen, wie hoch du mit deiner Stimme gehen kannst. Okay? Wir fangen mit dem C3 an. Okay? Ich spiele es gleich einmal vor und dann intonieren wir alle zusammen einmal auf dem Ton. Auf einem M. Okay? Ganz wichtig ist es, dass du bitte nur so weit singst, wie du kannst. Wenn es anfängt, weh zu tun oder du dich sehr anstrengen musst, um den Ton zu erreichen, dann lässt du es lieber bleiben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Hat nichts über die Qualität deiner Stimme auszusagen. Okay? Los geht's! Mir wäre jetzt Schluss, ich spiele noch ein bisschen weiter. Sehr gut. Schreib dir auf, wo du nicht mehr weiter singen konntest. Sozusagen deinen tiefsten Punkt. Jetzt machen wir genau dasselbe, nur dass wir nach oben gehen, zum oberen Teil deines Stimmumfangs. Es geht wieder los. Einmal wieder intonieren. Und los geht's. Bei mir wäre jetzt hier Schluss. Ich spiele mal ein bisschen weiter. Sehr gut. Schreib dir den Ton auch am besten auf und vergleiche die beiden Töne. Wie groß ist deine Range? Schreib sie gerne in die Kommentare, okay? Denk dran, die Range sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, wie gut oder wie schlecht du singen kannst, sondern es bietet dir nur eine Orientierung dafür, wie groß dein Stimmumfang ist und an welchen Tonlagen du dich bedienen kannst, okay? Wie man diesen Stimmumfang erweitern kann oder was man noch mit diesem Stimmumfang machen kann, zeige ich euch in einem anderen Video. Diese drei Tipps sollten dir dabei behilflich sein, deine eigene Stimme kennenzulernen. Experimentiere mit deinem Sound. Was bringt deine Stimme Besonderes auf den Markt? Und versuche das in den Vordergrund zu bringen. Natürlich kann man sich den einen oder anderen Trick, den einen Riff oder den anderen Run von irgendjemandem abgucken, aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, dass du deinen eigenen Style kreierst und dadurch auch vielleicht ein paar kleine Nachfolger bekommst. Wenn du immer noch nicht weißt, wie du deine eigene Stimme finden sollst, dann kann ich dir empfehlen, komm doch einfach in meinen Gesangsunterricht. In der Beschreibung findest du den Link zu meiner Website, auf dem du alle meine Preise und Konditionen findest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest und immer benachrichtigt werden möchtest, wann ich neue Singtipps für deine Stimme poste, dann drück doch jetzt auf die Glocke, drück jetzt auf Abo und mach mich glücklich. Und wenn du mich noch glücklicher machen möchtest, dann würde ich mich super darüber freuen, wenn du bei meiner Steady-Mitgliedseite Mitglied wirst. Steady ist eine Möglichkeit für dich, dass ich dir regelmäßig, monatlich Analysen zu deiner Stimme gebe, okay? Das heißt, wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du irgendwie nicht weiterkommst, dann schickst du mir deine Aufnahmen. Ich sag dir, ey, machen wir das und das und das und das. Und dann hast du neues Feedback. Findest du alles in der Beschreibung. So oder so danke ich dir für deine Lebenszeit, die du gerade durch das Gucken investiert hast. Ich danke dir für den Like, den du da gelassen hast und was auch immer du gemacht hast, dass du einfach da bist. Und ich habe für heute alles gesagt. Das bedeutet, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Und in diesem Sinne, this is Emo and I'm signing off. Peace. Da!
Und was hatte ich jetzt im Video?